Okay. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ihr werdet das eh nicht sehen, weil ich bin gleich sowieso wieder in der Vergangenheit. Nein, Quatsch. Ist schon geil. Und da ist sie, die Halle 10.1. Und wir sind jetzt ein paar Minütchen später da. So, besser als bei McDonald's, weil da ist eh nur Dreck. Schmeckt es dir, Steve? Ich würde unterschreiben, dass McDonald's besser ist als der Scheiß. Warum hast du Magazine dabei? Ich dir mal den Kopf werfen kann. Guck mal, Flo, Magazine. Das ist voll in die Linde. Das ist ein Plastikmagazin, ne? Das ist nur Metall. Ja, Metall? Ja. Kannst du gerne schon hinsetzen. Anstrengend aus, was du da tust. Schau, ich bin wieder.
Nächstes Mal, ne? Gilt keine Ausrede, du musst mitkommen. Ja, echt. Den du feiern würdest, weil da nackte Frau ist. Warte, zeig dir nackte Frau. Da, guck mal, René. Und hier. Und da, Sailor Moon. Und hier, und Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Und Star Wars. Guck dir den Vader an. Guck dir den Vader an. Gamescom so toll. Was hat das uns gefallen? Das ist geil. Alles andere ist scheiße. Das ist geil. Das macht wenigstens Sinn. Was ist das? Guck, Retro. Das ist meine Kindheit. Das ist noch nicht mal Retro. Das ist meine Kindheit. Gaming, wie es mal war, oder? Gaming, wie es mal war. Das noch nicht mal. Aber ich glaube, hier um die Ecke war es. Genau, da vorne. Da fing es an, richtig Spaß zu machen. Der Rainbow Cup. Ja, Mann. Der Freundschaftskiller. Dadurch sind Freundschaften zugrunde gegangen. Alle. Ich habe auch keinen Bruder mehr seitdem. Schau, was ist denn hier, Stevo? Das ist geil. Ich glaube, das ist eine N64-Konsolen-Generation von Anfang an. Ich glaube, alle. Ja. Du bist jetzt keine, die fehlt. Aber sogar die 2000er Millennium. Die Standard ist gar nicht dabei. Was? Die Standard ist gar nicht dabei. Die graue ist ganz vorne. Die schwarze. Oben, schwarz-grau. Die ist auch grau. Nee, stimmt, die nein, das ist die allererste. Okay. Ah, die Handheld-Historie. Das ist richtig krass. Alles, was es damals so gab. Viele davon gab es bei uns in Europa gar nicht. Wahrscheinlich. Na komm, erzähl. Ich bin im Arsch und müde und jetzt singt die mir noch irgendeine Kacke vor. Gamescom ist fertig, wir auch. Wir sind jetzt hier noch am Bahnhof, trinken ein leckeres Bierchen. Ja, jetzt mal mein Fazit zu dem Ganzen. Ich muss sagen, die Gamescom, es ist immer wieder das Gleiche irgendwie. Du siehst viele verrückte Leute, ich finde die Cosplayer waren dieses Jahr sehr wenig, dafür gut. Die wurden oft aufgehalten von der Security, die durften ihre Sachen nicht mitnehmen. Viele sind nach Hause gegangen einfach, weil die gesagt haben, nö, warum sollten wir uns hier einschränken lassen? Und der Brief von der Gamescom kam ein paar Wochen vorher raus. Das heißt, ein Cosplayer bereitet sich das ganze Jahr darauf vor, kommt dann hier hin und wird dann enttäuscht. Ein bisschen arg traurig, dass die Security teilweise bei irgendwelchen Kunststoff
oder beziehungsweise, sage ich mal, Lab in dem Sinne, Labwaffen, nicht einfach mal ein Auge zugedrückt hat und hat die dann einfach nach Hause geschickt, beziehungsweise hat dann gesagt, ihr könnt das Zeug hier einschließen, toll. Das Kostüm ist nichts mehr wert ohne diese, eventuell dieses Gimmick, was noch dabei gehört. Das persönlich fand ich echt traurig. Unter anderem, dass zwei Leute von uns nach Hause gefahren sind, weil die der Meinung waren, oder weil die sagen, sie wollen die Sachen nicht ablegen. Ich kann es nachvollziehen. Aber ein Sicherheitsrisiko stellt so ein Plastikmagazin, beziehungsweise ich hatte ja wirklich nur die M4 Hüllen da drin. Und für mich ist es einfach nur zur Show. Ich weiß nicht, was das soll, warum man das so macht. Aber es ist halt so manchmal. Was sagst du? Ja, was soll ich da noch zu ergänzen? Ich war jetzt das erste Mal seit 3-4 Jahren wieder auf der Gamescom. Fand es besser wie das letzte Mal, wo ich hier war, aber trotzdem enttäuschend. War halt alles total abgespeckt. Cosplayer, die da waren, die waren cool, aber da hat halt was gefehlt. Ne? Ansonsten gefiel mir noch die Retro-Ecke mit den ganzen uralten Konsolen und so ein Spaß. Das war eins der coolsten, ne? Das war mit das coolste, ja. Ja. Und was mit dem Merch? War auch geil. Also wenn man da Fan, ich bin da jetzt nicht so der Fan von, aber ich glaube, wenn du da drauf stehst, war das schon eine geile Ecke. Das war ich würde sagen, die Halle und die Retro-Halle waren somit das Beste. Die Cosplay Village war voll abgemagert. Was sagst du zu Battlefield 1? Wie fandest du, den Trailer von Battlefield 1? Ach, scheiße, gibt ja gar keine Displays mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, also da waren Displays, da stand überall nur EA drauf. Also EA hat wieder makellos übertrieben, die Hälfte der Halle eingenommen. Ja. Und total die Promo gemacht. Aber dann durftest du zocken. Die Bildschirme, die waren von dir weggedreht. Da konnten halt wirklich nur die Spieler was sehen, die da auch wirklich gezockt haben. Und sonst... Scheiße. Also du konntest ein nichts sehen. Das, was du bis jetzt im Internet gefunden hast, das ist alles, was man weiß. Ganz ehrlich, EA sah aus wie eine große Schulklasse. Ja. In der Mitte war eine runde Bühne und alle saßen dann da wie in so einem Uni, wie bei der Uni einfach. Wirklich. Alle hinter ihrem Computer und alle mit dem Gesicht zu den Zuschauern. Und alle haben einfach nur auf ihren Bildschirm geguckt und es sah einfach affig aus. Ja. Ich bevorzuge dann lieber dieses Geheimnisvolle mit einer Kabine und zu. Keine Spieler, die einfach irgendwie in einem Kreis da sitzen und dann auf dem Bildschirm glotzen. Das sieht total affig aus. Ich weiß nicht, ob die Leute das gemerkt haben oder finden wir das einfach besser. Ich habe keine Ahnung, aber ich find's blöd. Das sah echt richtig mies oder aus. Eine Übertragung auf einen großen Bildschirm oder sowas. Von dem besten Spieler, weil der gerade ist. Zum Bleistift, weil ich meine, du stehst da 4 Stunden an, das macht kein Schwein. Doch, machen viele. Das machen sehr viele, komischerweise. Ja, komisch, ne? Irgendwie habe ich gedacht, so, mittlerweile müssen die Leute das ja merken, dass es irgendwie komisch ist und dass es nicht mehr so toll ist, sich 4 Stunden irgendwo anzustellen. Zumal, ich glaube, da kommt jetzt sogar eine Beta raus. Ne? Ja. Ich bin ziemlich sicher. Ne? Ja. Und wie lange dauert das Spiel jetzt noch? Ich glaube, das soll Ende Oktober irgendwann rauskommen. Ich weiß es nicht. Meine ich zumindest. Das ist der Knaller. So Leute, das war's für heute. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.